herzlich willkommen. Heute möchte ich mit euch so ein schönes Friedenslicht oder eine Laterne basteln, gestalten und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ihr braucht einen Papierbogen. Ich habe DIN A3 genommen, damit die Laterne nicht zu klein ist. Dazu auch Wasser, Wasserfarben oder Aquarellfarben. Denkt auch daran, dass das Papier nicht allzu dünn ist. Ihr braucht auch Schwämme. Geht auch wohl ein Küchenschwamm, wenn der neu ist, oder ein Pinsel könnt ihr auch nehmen. Ihr braucht ein Lineal und eine Schere und für später zum Zusammenkleben einen Klebestift. Und jetzt geht's auch schon los. Ihr könnt mit dem Schwamm und dem Wasser das Papier vorher nass machen und dann erst mit dem Schwamm, immer auch nass gemacht, in die Farben eintauchen und auftragen. Bei meiner Technik jetzt war es wichtig, immer von einer Seite zur anderen zu wischen, also in meinem Fall von links nach rechts in der Regel. Also höchstens waagerecht bleiben. Ihr müsst aufpassen, dass es an den Ecken nicht verknickt. So war es zumindest ursprünglich gedacht. ihr seht, ich habe mich für einen Farbverlauf entschieden in Rot, Orange und Gelb. Und wenn ihr so übereinander wischt die Farben, ihr werdet merken, dass sich das schön auch auf dem Papier noch mischt. Also probiert euch da einfach aus. Wenn ihr Blautöne nehmen wollt, das geht natürlich auch. Gelb- und Rottöne leuchten nochmal anders. Ja, und jetzt seht ihr gleich, wie mein Fehler passiert ist. Genau, da habe ich nicht gut aufgepasst und dann habe ich die Knicke leider im Papier nicht mehr weggekriegt. Habe mich dann aber entschieden, einfach da aus der Not eine Tugend zu machen und ganz kurz antrocknen lassen, die Farbe, und habe mich dann entschieden, einfach eine Knitterlaterne daraus entstehen zu lassen. Und da müsst ihr ganz mutig sein und mal euer feuchtes Papier mit der Farbe, ganz schrecklich, ja, trau dich Marina, zu zerknüllen, tatsächlich. Aber nicht zu feste, aber schon sanft. Ihr könnt das auch ausprobieren. Kann man natürlich auch nochmal fester versuchen. Ich habe das nicht allzu fest gemacht und dann wieder auseinandergefaltet. Das hat mir sehr gut gefallen, so dass ich das Papier so habe trocknen lassen. Ja, und dann nach dem Trocknen geht es schon los mit dem Falten. Dazu zeichnet ihr oben einen Rand ein. Ich habe ungefähr 3 cm genommen, aber ist nicht ganz so wichtig, wie breit der exakt ist. Und an der rechten Seite bitte auch einen schmalen Rand. Da habe ich 2 cm genommen. Auch da ist es nicht so wichtig. Das rechts wird nachher die Klebelasche und der Rand oben wird der Rand, der obere Rand. Genau, dann dreht ihr das Papier um und knickt die Klebelasche. Dann dreht ihr das Papier so vor euch und macht die Hälfte davon, teilt ihr in der Mitte ab, klappt es wieder auf und dann nochmal jeweils die Hälfte von den Hälften. Das sind nachher die Seiten der Laterne. Und jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich durcheinander gekommen bin. Lasst euch nicht irritieren. Ihr faltet nämlich jetzt den Boden und ich habe jetzt blöderweise die Stelle nach oben geklappt, wo ich eigentlich den Rand eingezeichnet habe. Jetzt merke ich es und stelle fest, naja, jetzt habe ich unten schon den Knick drin, also lasse ich es so. Also schon richtig, das ist jetzt mein Boden. Und jetzt auf der anderen Seite noch den Rand nochmal neu abknicken. Und dann kann man den Rand oben schon mal festkleben, der Laterne. Und dann schneidet ihr an der rechten Seite von der Klebelasche den unteren Teil ab. Und schneidet am Laternenboden bis zu der Faltlinie einmal jeweils ein, dass ihr gleich die Laterne zusammenfalten könnt. Genau, dann macht ihr einfach ab dem zweiten von rechts überall Kleber drauf, auf den 3. Und dann könnt ihr anfangen, genau, die Klebelasche auch noch mit Kleber zu bestücken und dann geht's los mit dem wirklichen Falten. Und die halten zusammen, indem ihr einfach den Boden immer übereinander festklebt. Das ist leider ein bisschen aus dem Bild. Also ihr klebt immer die Bodenplatten übereinander fest. Und ich übe nochmal mich im Film, versprochen. Nächstes Mal ist besser im Bild. Aber ich denke, man sieht es so ganz gut. Trotzdem noch, also die Boden,
Oberflächen übereinander kleben und die Seitenlasche von innen in die Laterne kleben. Ihr seht es gleich nochmal. So, nochmal alle Seiten nachfalten. Auch gut stabil steht. Von innen nochmal drücken. Ja, und dann ist die Laterne eigentlich schon fertig. Eine wichtige Sache könnt ihr dann machen, wenn die Laterne komplett getrocknet ist und geklebt. Dazu nehmt ihr einfach ein geruchsneutrales Speiseöl und pinselt die Seiten der Laterne kräftig ein mit dem Öl. Denn das Papier saugt das Öl dann ein und wird dadurch transparenter. Also es leuchtet nachher noch schöner. Das macht ihr dann an allen Seitenflächen der Laterne. Und ganz zum Schluss machen wir natürlich noch den Test. Kerze anzünden, Teelicht rein, Licht aus und ja, leuchtet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.